Das berühmte Hotel steht als Kulisse in den Bavaria Filmstudios. Ein Teil der hochkarätigen Besetzung des ZDF-Dreiteilers über das Adlon stellte sich gestern tapfer den Fotografen. Denn bei über 30 Grad Außentemperaturen war das in Filmkostümen eine ziemlich heiße Angelegenheit. Da musste Abkühlung her. Seit 3 Tagen werden Außenszenen vor dem Hotel gedreht. Josephine Preuß, die die Hauptrolle spielt, ist wie alle Darsteller begeistert, dabei sein zu dürfen. Diese Rolle ist ein Geschenk. Ich darf altern, ich bin jetzt weg von dem Teenager-Image und das ist natürlich eine Zeit, in der ich noch gar nicht gelebt habe, noch gar nicht existiert habe. Und da dann Teil deutscher Geschichte sein zu dürfen, das hat mich sehr gereizt. Die aufwendigste TV-Produktion des Jahres erzählt 90 Jahre Hotelgeschichte, aufbereitet als Historienepos um 2 Familien, allen voran die 2. Generation der Adlons, gespielt von Marie Bäumer und Heino Ferch. Auch sie altern im Laufe des Melodrams um ganze 40 Jahre. Eine Herausforderung für jeden Maskenbildner. Ich habe ein Drittel der gesamten Drehzeit jeweils 3 Stunden Maske, bevor es losgehen kann, weil ich in verschiedenen Altersstufen mit einer Handvoll Perücken ausgestattet durch diesen Film gehen darf. Ich bin sehr ungeduldig und muss zugeben, dass es für mich schon eine Herausforderung war. Wir haben hier ein so unfassbar großartiges Kostüm- und Maskenteam. Marie und Heino arbeiteten tatsächlich noch nie vorher richtig zusammen. Das Schauspielerteam versteht sich sehr gut. An den anderen Drehorten kommen noch weitere namhafte Kollegen dazu. Noch 3 Monate dauern die Dreharbeiten um das berühmteste Hotel Berlins, das Josephine Preuß sogar als Hotel Gast kennt. Ich habe schon mehrere Nächte im Hotel Adlon verbracht, aber eher so zum Feiern. Berlinale sind ja da immer nette Veranstaltungen. Sonst ist es ja so, in der eigenen Stadt, in der man wohnt, schläft man eigentlich nicht so oft in Hotels. Auch nächste Woche darf sie wieder zu Hause schlafen, denn dann wird in Berlin gedreht, im echten Adlon.